Assalamu alaikum und alaikum salam, Freunde. Ich bin euer Bakayashi und das sind die Global Lab Patch Notes vom 8. Dezember 2023. 8 Tage bis zum Kaifirmball. Es geht los. Okay, wir haben heute sehr übersichtliche Global Lab Patches. Es gibt nochmal ein paar Klassenbuffs, die ich nicht verstehe, aber okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Also zuallererst geht es direkt los mit eigentlich Dekir Olun Buff. Ja, Dekir Olun wird gebufft, ja. Es sollen mehr Monster spawnen in der ersten Welle. Es soll kein Back-Attack mehr auf den Golem und auf den linken Arm geben, was ich nicht ganz genau verstanden habe. Der linke Arm soll 33% weniger Leben haben. Und die Drop-Chance von dem Juwel der Illusion soll erhöht sein auf diesen Monstern. Interesting auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich die Community das anschaut. Dann, Ship-Skill-Changes. Man kann jetzt diesen Instant-Start, wo man wirklich mit Speed startet und danach anschließend in Breezy-Sail direkt übergehen. Das konnte man vorher nicht, weil dieser Power-Axel, also dieser Instant-Start, hat so viel Ausdauer gefressen, dass du danach halt kein Breezy-Sail machen konntest, weil für Breezy-Sail brauchst du einfach mal ein bisschen Ausdauer. Das Ganze, dieser Power-Start-Skill verliert jetzt 55 Ausdauer, die du verbrauchst bei der Nutzung. Ne, deswegen kannst du jetzt halt Instant benutzen. Ne? Also ne, du fährst schnell, du startest schnell und fährst danach nochmal schnell weiter. Ne? Ist ganz nett. Ne? Ihr seht, wie er hier vom Hafen losfährt, ne? Oder beziehungsweise hier vom Stillstand losfährt und dann direkt Double Breezy Sail nutzt. Aber es ist eigentlich nur Power Axel und Breezy Sail. Ein paar Icons verändern ihr Aussehen, das ist aber nicht so interessant und es gibt jetzt wohl für diese Jägersiegel, die man gegen Schwarzstein eintauschen kann, wohl einen Button, die man bei Igor Batali eintauschen kann, damit man nicht halt immer nach Tarif muss, um die einzutauschen. Ob es genau das ist, ist mir noch nicht klar, aber lässt sich so lesen zumindest. Okay, nächstes Thema, UI-Changes. Wir kennen ja alle diese Übersicht für die ganzen Spots. Ich werde die mal kurz im Spiel zeigen. Wenn ihr zum Beispiel hier auf dem Spot auf Nachtlager geht, also Darkseekers Room, der neue Spot, dann seht ihr diese UI, ja. Und hier oben rechts seht ihr eure Werte, eure Sheet-Werte, ne? Main Hunt, Awakening und DP. Und links seht ihr, was ihr halt braucht, ne? 310 AP, 24 DP. Hierzu wird ein neuer Button kommen, rechts, den ihr hier umschalten könnt. Und wenn ihr das macht, dann seht ihr hier, schaltet man hier auf die Stats All AP und All DR ein. Ja? Das Ganze kann man sonst unter Alternativ I sehen, wenn man hier auf meine Werte geht. Dann ist das einfach nichts anderes als die Zusammenfassung, als die Summe der AP, also 191 AP, plus die Monster AK. Ne? Diese Summe bildet dann den Wert, den ihr hier sehen könnt, dann neuerdings. Und die DR ist halt normale DR plus Monster DR, die man dann hier rechts sieht. Ist nochmal ganz interessant, weil es nun mal diese Softcaps gibt, ne? Es gibt halt Softcap-AP-Werte, wo man danach gedrosselt wird, wenn du dann weiter AP stackst. Auf LVR-Spots um 95%, auf vielen anderen Spots um 30%. Sodass man nur noch 5% wirklich effektive AP hat, beziehungsweise 70%. Aber ja, ist ganz interessant. Ein paar Bugfixes, das wird jetzt aber an der Stelle nicht so sehr jucken. Gucken wir uns mal ganz schnell nochmal hier die Class-Changes an, Leute. Das ist halt sehr wild, ne? Succession Zerker wird ziemlich stark gebufft. PvE-wise. Witch Awakening wird ziemlich stabil gebufft. Guardian Succession wird ziemlich stark gebufft. Ja, und Megu, Archer wird gebufft, aber Archer hat ja nur eine Awakening, der hat ja gar keine Succession. Der wird auch gebufft. Und jetzt habe ich schon gespoilert, Megu Succession wird auch gebufft. Übrigens, Megu Succession wird auch wieder gebufft, leider. Ja gut, das war's schon heute, war eine kurze Runde. Ich denke mal, die sparen sich hier ihren Zündstoff auf für Kalfiumball. In 8 Tagen ist es soweit. Ich denke, an dem Tag wird es sehr, sehr früh bei mir im Stream losgehen. Entweder machen wir durch oder wir gehen sehr früh schlafen und in der Nacht dann gegen 5 Uhr oder so geht es dann los mit dem Stream. Also mal schauen, bleibt auf jeden Fall dran, ne? Lasst gerne ein Follow auf dem Twitch-Kanal, auf twitch.tv/Bakayashi, da werden wir da live drauf reacten als deutsche Community und ich habe da richtig Bock drauf. Diese Kalfion und Heidelbald sind immer ein Genuss von höchsten Gefühlen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich trotzdem über ein Like und ein Follow freuen, Leute. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf twitch.tv/Bakayashi. Tschüss, gut aus.